Aloha, ich bin Shisha Rainbow, die Hexe deines Vertrauens. Und heute haben wir einen ganz besonderen Interviewgast, und zwar eine professionelle Kartenlegerin. Die stellt sich auch gleich vor. Ich gehe jetzt schnell hinter die Kamera und stelle mal die Fragen. Ich bin Katrina, ich bin 35 Jahre alt und ich bin selbstständige Kartenlegerin. Was ist Kartenlegen? Kartenlegen ist das Deuten von Symbolen. Von Symbolen, die entsprechenderweise auf Karten gedruckt sind. Diese Symbole sind ein Teil unseres Unterbewusstseins und die legen wir aus und deuten diese dann. Woher kommt das Kartenlegen? Viele Leute denken, dass es von Teufel ist, dass es nicht gut ist, dass man das nicht machen sollte, weil das eben nicht so einfach verständlich ist wie zum Beispiel ja, die Dinge, die wir so von der Bibel kennen. Allerdings kommt es aus unserem Unterbewusstsein. Das sind Bilder, die wir in uns tragen und diese Bilder werden projiziert auf die Karten. Und da unser Unterbewusstsein ja mit allem verbunden ist, nicht nur mit uns selbst, sondern auch über die siebte Chakra zum Universum, ist das Kartenlegen tatsächlich die Deutung unseres Unterbewusstseins und auch unserer Träume und unserer Gefühle und Energien. Warum funktioniert Kartenlegen? Genau, gerade wie ich das gesagt habe, es ist tatsächlich die Verbindung zu allem, was lebt oder auch gelebt hat. Und da die Information überall ist, kann man darauf zurückgreifen und es in Kartenbildern auslegen. Und damit kann man auch für andere Karten legen? Genau, das kann man nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Das größte Problem, was die meisten haben, die tatsächlich Karten legen, ist, dass sie ein Problem haben, für sich selbst die Karten zu legen. Für andere können sie es, aber für sich selbst nicht. Das heißt, es gibt ein Problem zwischen dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein. Da gibt es die Verbindung so zu sich selbst nicht. Für andere funktioniert es, wenn man dann die Energien von außen wahrnimmt, aber seine eigenen halt nicht. Und das ist eine tatsächliche Blockade. Daran muss man arbeiten. Warum funktioniert das? Wie gesagt, wir nehmen die Information von außen wahr, weil wir mit allem, was lebt und mal gelebt hat, Verbindungen suchen können. Und diese Verbindungen sind immer abrufbar. Und das können wir tatsächlich auslegen. Wie lange legst du schon Karten? Ich glaube, ich bin so bei 13 Jahren mittlerweile. Warum hast du mit Kartenlegen angefangen? Das ist sehr schön. Es hat mich schon immer fasziniert. Es hat mich immer sehr, sehr angezogen. Aber dadurch, dass ich auch sehr religiös erzogen wurde, hatte ich so einige Probleme damit, dass man mir gesagt hat, das ist nicht gut, das macht man nicht, das ist schlecht. Und so hat sich natürlich zwar mein Interesse daran nicht verloren, auch in der Kindheit nicht, aber es wurde immer unterdrückt. Und irgendwann, als ich dann ausgezogen bin, mein eigenes Leben gestartet habe, habe ich dann gedacht, so, das kann doch nicht sein, du machst das jetzt einfach, du traust dich das und wenn es schlecht ist, wenn es schief läuft, dann wirst du es schon sehen, du musst deine Erfahrungen machen. Und so bin ich halt auch selbst da dran gekommen, weil das Thema mich einfach nicht in Ruhe gelassen hat. Ich habe einfach gefühlt, ich muss das machen, weil es mich so stark anzieht. Was fasziniert dich am Kartenlegen? Schreib es in die Kommentare und folg diesem Kanal. Ist Kartenlegen mit Religion vereinbar? Für mich ja. Tatsache ist, dass Religion und Glaube zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Ich glaube, ich bin aber jetzt nicht der Mensch, der sagt, ich bin so stark in diese Religion drin, dass dieser Glaube mich in irgendeiner Weise in meiner Arbeit anschränken könnte. Ich weiß, dass viele das so sehen. Für mich ist es allerdings überhaupt kein Problem, weil ich denke, dass das eine das andere einfach kompliziert. Warum muss man sich auf ein Stückchen vom Großen und Ganzen konzentrieren, wenn man alles mitnehmen kann? Wenn man sich das ja, mit sich selbst vereinbaren kann, ist das doch perfekt. Also ich finde nicht, dass man sich darin einschränken muss, solange man sich nichts Schlechtes tut. Wo ist das Problem so? Was sagt deine Familie dazu? Also mein Papa steht dahinter, der findet das ganz gut, also er findet es interessant. Ich denke selbst, dass er jetzt nicht so daran glaubt, dass er sagt, er würde selbst mal zu einer Kartenlegerin gehen. So viel dazu. Meine Mama ist, wie bereits gesagt, gläubig und ich weiß gar nicht, ob sie da versteht, was ich so mache. Wenn sie es wüsste, wenn sie es konkret wüsste, glaube ich, ich würde einige hinter den Ohren bekommen. Also es ist, das ist halt so eine Sache.
Welche Unsicherheiten hattest du, als du mit dem Kartenlegen angefangen hast? Man weiß am Anfang nicht, ob man es richtig macht. Man weiß nicht, ob man bereit dazu ist, ob man gut genug ist, ob man es richtig deutet. Man hat auch Sorge, den Menschen etwas Falsches zu sagen. Also man muss sich tatsächlich hinstellen und sich trauen, das zu sagen, was man da liegen sieht. Und das ist manchmal eine Hürde, weil man sieht ja auch nicht nur gute Sachen, man sieht ja auch schlechte Sachen. Und vor diesen Sachen muss man die Leute dann warnen. Und in diesem Moment muss man stark genug sein, zu sagen, so, ich bin jetzt so selbstbewusst, dass ich dir jetzt einfach meine Deutung dieses Kartenbildes so dahinknalle. Und schwierig ist natürlich dann immer, wenn man ein Thema sieht, was nicht ganz einfach ist, wo der Mensch jetzt, sage ich mal, eventuell mit dem Tod oder mit Krankheit konfrontiert wird oder mit einem Ehemann oder Ehefrau, der fremd geht. Da muss man halt immer aufpassen, wie man damit umgeht, weil vielleicht wird die Person das nicht wissen und vielleicht weiß die Person das. Oder wie wird sie damit umgehen, wenn du ihr das sagst? Vor allem, wenn die Frage explizit nicht im Raum steht. Das sind halt so Schwierigkeiten, wo man tatsächlich dann ja, vorsteht. Gab es schon mal eine schlechte Reaktion von jemandem auf eine deiner Legungen? Also ich erinnere mich nicht an eine ganz schlechte Reaktion. Ich erinnere mich tatsächlich aber, dass die Menschen ein ganz bestimmtes Bild vom Kartenlegen hatten und ich habe diesem Bild nicht entsprochen. Das gab es tatsächlich auch, weil man gedacht hat, ich lege jetzt ein großes Bild aus und nach dem Motto so, dir passiert in 20 Jahren das und das und das. Ne? Und wenn ich den Leuten dann einfach erzähle, sowas mache ich nicht, weil wenn ich ein 20-jähriges Bild auslege, dann ist es klar, dass du irgendwann mal schlechte Tage hast, dass es dir auch nicht gut geht, dass irgendwann irgendwas auf dich zukommt, womit du einen Struggle haben wirst. Und wenn ich dir das jetzt schon sage, dann sitzt du die nächsten 10 Jahre und denkst, wann kommt das, wann kommt das, woher kommt es? Und so wird sich der Mensch halt selbst in dieses Unglück stürzen, obwohl das noch gar nicht vorausgesehen war. Da muss man halt auch ein bisschen aufpassen. Deswegen bin ich sehr, sehr konkret und sehr analytisch mit den Fragen. Und man sieht auch tatsächlich an den Fragen, inwieweit ist der Mensch bereit zu hören, das, was da liegt. Ne? Und es kommt auch nicht selten vor, dass ich die Fragen einfach umformuliere, wenn ich sehe, dass man die so nicht fragen kann. Ne? Das kommt halt auch öfters vor. Manche kommen und die wissen gar nicht, was sie fragen sollen. Die kommen, weil sie verloren sind, weil sie nicht wissen, wie sie weiterleben sollen, weil irgendwas schiefläuft. Und dann ist man halt derjenige, der schaut, wie die Energien sind, warum es schiefläuft und wo man einfach den Lösungsansatz an jemanden geben kann, wie er aus diesem Drama, was da im Leben passiert, rauskommt. Weil wenn jemand schon keine Fragen stellen kann, dann ist es einfach nur eine sehr, sehr große Blockade und ein großes, tiefes Loch, in dem sich der Mensch befindet. Gibt es nicht allzu selten, muss man sagen. Welche Fragen sind beim Kartenlegen erlaubt? Erlaubt ist alles. Zeitfragen sind allerdings schwierig. Die kann man so konkret nicht beantworten. Ich habe immer ein Zeitgefühl, wenn ich sage, wenn ich was auslege und sage, so, ich denke jetzt im Monat so und so oder im Dezember oder im nächsten Jahr, Mitte des Jahres passiert das und das. Das kann man tatsächlich machen. Nicht erlaubt. Ich würde keine Fragen beantworten, wenn ich denke, dass die Antwort der Person schaden würde. Vor allem bei emotional instabilen Menschen würde ich da auch aufpassen. Aber da sieht man ja, wie jemand die Frage stellt oder wie auch die Person wirkt. Da muss man gucken, dass man da mit der Antwort nicht jemanden noch angreifbarer macht als vorher. Erlaubt ist viel, aber es gibt Momente, wo ich einfach sage, so, lass uns die Frage doch umformulieren, damit es für dich einfach mehr Sinn macht, die Antwort zu hören, damit du diese Antwort auch konstruktiv wahrnimmst und nicht einfach nur durch deine Emotionen und damit dich selbst dann in eine schlechte Lage bringst. Ne? Also da muss man gucken, wie man dann in diesem Moment mit den Menschen umgeht, weil sie vertrauen dir, sie geben dir in diesem Moment die Möglichkeit, ihnen etwas Gutes zu tun oder ihnen etwas Schlechtes zu tun. Und wenn man etwas sagt, was den Menschen verletzt, dann geht er natürlich aus dieser Legung sehr negativ heraus und trägt dieses Gefühl der Schwere noch weiter mit sich. Und das ist ja nicht schön, das möchte ich auch nicht. Also ich möchte nicht, dass wenn jemand mit mir eine Legung hatte, danach sich nicht gut fühlt, nicht wohl fühlt oder das Gefühl hat, ich habe etwas erfahren, was ich eigentlich nicht wollte. Also es sollte schon so sein, dass es eine Bereicherung ist und nicht destruktiv ist.
wie sehr achtest du auf die Psyche deiner Kunden? Sehr. Sehr. Also es ist ja so, wenn ich angeschrieben werde und jemand sagt, ich habe ein Problem, dann achte ich ja erstmal auch darauf, wie schreibt dieser Mensch? Wie ist der Satzbau? Weil Menschen, die, sage ich mal, auch psychisch verwirrt sind, schreiben sehr chaotisch, haben meistens sehr viele Schreibfehler, der Gedankengang verliert sich, der Satz hört nicht auf, dann fängt schon der nächste an. Und an diesem Punkt muss ich dann sagen, so, okay, bist du in Behandlung? Wie geht es dir? Hast du sowas schon mal gemacht? Ne? Also da muss man sich ein bisschen rantasten, bevor man dann jetzt einfach dahin geht und das alles hinknallt und sagt, so, pass auf, das sieht bei dir so und so aus. Am Anfang muss man wirklich testen, inwieweit der Mensch bereit ist, das zu hören, was er da fragt. Weil manchmal fragen die Leute einfach drauf los und die verstehen nicht, dass wenn die Antwort kommt, dass die auch verdammt hart sein kann. So. Deswegen checke ich auch vorher, ich schaue mir die Person an. Meistens habe ich ja auch ein Profilbild oder einen Namen, also irgendwelches Hintergrundwissen von der Person, wie bei Instagram oder Facebook sieht man ja das Foto von dem Menschen. Darauf kann man sich schon einiges erfüllen, ne? Ob jemand bereit ist oder nicht bereit ist oder beziehungsweise wie man mit diesen Menschen sprechen kann. Und wie gesagt, wenn ich lese, dass jemand verwirrt ist, stelle ich ein paar Fragen vorher und mache klar, was durch diese Kartenlegung möglich ist oder auch nicht. Wie viel Wahrheit steckt in einer Kartenlegung? Was ist denn die Wahrheit? Also ich sage das, was ich sehe. Und das ist dann die Wahrheit, die da ist. Also es ist eine konkrete Antwort, wenn die Frage konkret gestellt ist. Je konkreter die Frage, desto konkreter die Antwort. Ne? Und für diesen Moment ist das die Wahrheit, die da ist, nicht mehr und nicht weniger. Ich erfinde nichts dazu. Wenn jemand da irgendwelche Märchen hören möchte, dann bin ich definitiv der falsche Ansprechpartner. Also da, mehr als da liegt, sage ich nicht. Und dazu erfinden sowieso nicht. Deswegen. Warst du denn schon mal bei einer Kartenlegerin und wie hast du das empfunden? Schreib's in die Kommentare, lass uns drüber reden und folg diesem Kanal. Welches Kartendeck würdest du für den Einstieg empfehlen? Das Rider-Waite. Ich selbst arbeite mit dem Rider-Waite, mit der Mini-Variante, weil es auch so schön in den Händen liegt. Ich habe ja eine relativ kleine Hand und wenn man große Karten hat, dann fallen sie mir oft raus. So, da müsst ihr halt gucken, wie groß ist eure Hand, wie mischt sich das, wie möchtet ihr die Karten überhaupt mischen. Das heißt, wenn ihr mal in einen Laden geht und ihr fasst die Karten an, sie müssen sich gut für euch anfühlen. Ihr müsst euch diese Bilder, die ihr da seht, ihr müsst ein Teil von diesen Bildern werden, weil es ist ja auch, wie gesagt, das sind die Bilder aus eurem Unterbewusstseins. Für den einen sind diese Karten schön, für jemand anderen andere. Aber für den Anfang, das Einfachste zu deuten und von der Symbolsprache hier her, ist das Rider-Waite auf jeden Fall empfehlenswert, weil es auch einfach ist zu erlernen. Weil ich finde auch, dass die Symbole schon selbsterklärend sind. Ja, wenn da jemand tot auf dem Boden liegt mit 10 Messern im Rücken, ist es bestimmt nicht das Thema der Liebe des Lebens. Ja, also so, das ist selbst zu erschließen. Wie lernt man Kartenlegen am schnellsten? Am schnellsten. Also es gibt da Bücher, die man dafür nehmen kann. Das ist eigentlich auch ganz gut. Es gibt ein Buch, das heißt das Tarotbuch von Hayo Bansaf. Damit habe ich damals angefangen und ich fand es auch sehr ansprechend, weil es von den Deutungen her sehr eindeutig, von den Deutungen eindeutig war. Ich habe damals aber, als ich Kartenlegen angefangen habe, erstmal mit dem Lenormand angefangen, weil mich das dicke Tarot etwas abgeschreckt hat, weil es ja auch so viel ist und eine Masse zu lernen. Und ich hatte Angst, dass ich da einfach unterkomme in dem Lernprozess. Deswegen habe ich erstmal auf das Lenormand zurückgegriffen. Mein erstes Deck war das mystische Lenormand. Und das ist tatsächlich, je mehr Karten man auslegt, desto komplexer wird es. Ich habe komplexe Bilder gelegt mittlerweile, aber habe ich mit dem Lenormand kein Gefühl mehr. Ich lege es äußerst, äußerst selten. Ich bin irgendwann aufs Tarot umgestiegen, weil auch die Deutungen viel klarer und viel einfacher sind. Es ist mehr zu lernen, aber das
Das soll euch nicht abschrecken. Ihr kommt da viel schneller rein, als ihr glaubt, weil ihr auch ein eigenes Gefühl entwickelt. Schwierig ist es natürlich, wenn viele Karten nebeneinander liegen und man sie dann zusammenbinden muss und sich überlegen muss, okay, wie deute ich das? Weil manchmal sind die Deutungen halt eben nicht so, wie es im Buch steht, sondern es kommt aus eurer Intuition heraus. Ne? Natürlich könnt ihr nicht negative Karten super positiv deuten. In jeder Karte ist etwas Positives sowie etwas Negatives, aber in dem Moment, wenn es dann liegt und wenn ihr die Energien des Gegenüber fühlt, dann wisst ihr schon, wie ihr es deuten werdet. Na, das kommt mit der Zeit. Das ist ein Gefühl, was ihr entwickelt während dem Lernprozess. Und was ein sehr interessanter Punkt ist, was aber die wenigsten machen und die wenigsten wissen, ihr könnt mit dem Tarot meditieren. Mit den großen Arkanas könnt ihr meditieren. Das ist auch tatsächlich empfehlenswert, genauso wie wenn ihr anfangt mit Runen zu arbeiten, dass ihr jede Karte durchmeditiert. Ihr stellt euch vor, wie ist es, wenn ich da reingehe? Wie ist es, wenn ich dieses Bild vor mir habe, diese ganzen Symbole? Welche Energien empfinde ich? Wie fühle ich mich da drin? Und daraus kann man Meditation erstellen. Das ist eine sehr, sehr starke Entwicklung. Und was halt auch nicht alle wissen, man kann die Karten magisch nutzen. Für Energiearbeiten, wenn man Menschen bestimmte Bilder schicken möchte. Oder wenn man bestimmte Rituale macht, dass man dieses Bild, diese Symbole, diese Optik an jemanden verpackt und verschickt. Und es kommt ein ganz bestimmtes Gefühl bei jemandem an. Das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also Karten sind nicht nur zum Wahrsagen da, sondern tatsächlich für die komplette magische Arbeit. Und das versteht man aber, wenn man länger damit arbeitet, weil jeder Archetyp, also jede Karte des großen Arkana, hat eine große Geschichte hinter sich. Es ist nicht nur das, was ihr seht. Es sind so viele Symbole da und diese Symbole kommen miteinander aufeinander und da entwickelt sich eine so große Geschichte, die man gar nicht erwartet. Wenn man sich damit länger auseinandersetzt, dann findet man sich selbst in jeder Karte. Und man muss sich da drin erleben. Und wenn man das Lernen fühlt, dann hat man einen sehr, sehr großen Sprung nach vorne mit sich selbst, mit der eigenen Entwicklung und auch mit der Psyche. Man fängt an, die Dinge anders zu sehen. Man fängt an, die Menschen zu fühlen durch sich selbst. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht alles aufsaugt und nicht weiß, wie man sich dann reinigt. Da muss man natürlich schauen. Aber das ist natürlich auch eine Arbeit, die kommt später. Das ist eine schon tiefere magische Arbeit. Aber das alles fängt mit den Karten an. Man glaubt gar nicht, wie groß die Entwicklungsmöglichkeit ist, wenn man damit startet. Also fangt damit an, lernt Symbole. Es ist unglaublich viel darin erhalten. Sollte man eine Ausbildung machen oder reichen Bücher zum Selbstlernen aus? Es kommt drauf an. Es gibt Menschen, die können besser lernen, wenn sie es vorgekaut bekommen. Es gibt Menschen, die können es besser, wenn sie es selbst lernen. Allerdings muss man sagen, dass man, wenn man es nur selbst macht, kommt man an einem bestimmten Punkt, über einen bestimmten Punkt nicht heraus. Weil wenn man diese Resonanz in sich selbst fühlt und es verstanden hat, es gefühlt hat, hat man irgendwann eine Decke erreicht, also seine eigene Decke. Aber wenn man einen Impuls von außen bekommt, wo jemand sagt, hey, aber das ist nur deine Decke, die du dir selbst erschaffen hast, es gibt noch viel mehr, guck doch mal hier, guck doch mal da und achte mal darauf, dann kommt noch viel mehr dazu. Also es eröffnet sich tatsächlich eine ganz neue Welt, von der man nicht dachte, dass sie existiert. Deswegen ist es schon inspirierend, sich jemanden zu Rate zu holen, jemanden, der das länger macht. Vor allem sollte es eine Person sein, die euch anspricht, die euch emotional anspricht, wo ihr sagt, okay, cool, das verstehe ich, das fühle ich, was sie mir da erzählt. Das kann ich annehmen. Es ist wichtig, sich immer jemanden zu suchen, der einen inspiriert. Wo man weiß, okay, ich möchte auch so wachsen, wie die Person gewachsen ist. Ne? Und das ist dann schon ganz gut. Also für den Anfang würde ich auf jeden Fall ein Buch empfehlen, wo man die Karten sich durchschaut, wo man ein Gefühl bekommt. Da kann man sich auch die Karten, sage ich mal so, jede Nacht irgendwas unter das Kopfkissen legen und sich vorstellen, wie man dann in diese Karte reingeht. Vielleicht kommt dann auch ein spannender Traum. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit. Und auf jeden Fall soll Leute suchen, die
euch das Gefühl geben, eine Inspiration zu sein. Vor allem in der Esoterik ist das super, super wichtig. Aloha, die Zukunftsshisha hier. Mittlerweile haben Katrina und ich einen gemeinsamen Tarotkartenkurs gemacht, der ultimative Tarotkartenkurs. Und das heißt er nicht umsonst. Mit fast 5 Stunden Material geht er wirklich auf alles ein, von A bis Z. Wenn du das Ganze also professionell und seriös lernen möchtest, ist das jetzt deine Chance. Du findest den Kurs auf meiner Homepage. Schau doch einfach mal rein. Ab wann kann ich auch für andere Karten legen? Wenn du dich sicher fühlst. Wie gesagt, wenn du dich sicher fühlst, dass du den Menschen das sagen kannst, was du siehst. Weil manchmal traut man sich das nicht. Ne? Man sieht Sachen und denkt sich, oh, kann ich der Person das jetzt zumuten? Oder wie sage ich der Person das? Und wenn du bereit bist, dahinter zu stehen, was du legst und was du siehst, dann kannst du für andere legen. Das ist bei jedem unterschiedlich. Bei manchen ist es schneller, bei manchen ist es halt ein bisschen langsamer, aber ihr kommt alle dahin. Was war das positivste Ereignis bei einer deiner Kartenlegungen? Da ich die Kartenlegungen ja auch mit der energetischen Sicht verbinde, ist es meistens so, dass die Person gar nicht wirklich was sagen muss. Weil wenn man die Chakren auslegt und sich die Person anschaut, dann entsteht eine Geschichte. Und das ist die Lebensgeschichte dieser Person. Und es ist schön und inspirierend, wenn man sieht, dass die Leute sich so wiedererkennen und sagen, ja, genau, das ist mein Problem. Was mache ich denn jetzt damit? Ne? Und manchmal ist in 15 Minuten schon so viel gesagt, dass die Person dann sagt, okay, ich weiß gar nicht, was ich noch fragen soll. Ne? So, du hast schon alles gesagt, so, es ist alles geklärt. Und dann, ja, dann sitzt du halt da, wenn eine Beratung eine Dreiviertelstunde dauert und dann quatschst du mit der Person über so, keine Ahnung, Adam und Eva, worüber auch immer. Aber dann, wenn sich ein Problem klärt oder wenn jemand versteht, warum es ihm schlecht geht und da ansetzen kann, weil manchmal sind die Menschen halt so tief in ihrem Problem drin, dass sie gar keinen Lichtblick sehen. Und das ist schon sehr positiv. Ich habe schon oft Momente gehabt, wo mich die Leute kontaktiert haben, nach Jahren. Die haben dann irgendwo meine Nummer hergekramt und haben gesagt, boah, damals hast du mir echt irgendwie die Welt verändert mit dem, was du mir gesagt hast. Ne? Und das ist einem dann selbst gar nicht so bewusst. Und deswegen ist es halt wirklich wichtig zu verstehen, wie viel in diesem Moment passiert, wie viel man im Leben eines Menschen verändern kann durch das, was man sagt. Deswegen ist das schon eine große Verantwortung. Hattest du schon mal ein Erlebnis beim Kartenlegen, was sehr viel in dir verändert hat? Lass uns drüber reden. Schreib es in die Kommentare und folg diesem Kanal. Was war das negativste Ereignis bei einer deiner Kartenlegungen? Das negativste, also für mich persönlich, glaube ich, hatte ich kein negatives Ereignis. Aber es ist schon nicht schön, wenn man eine Mama mit 4 Kindern da sitzen hat, die wissen möchte, ob der Mann fremd geht und man es auslegt und man, die Frage liegt dann nicht darin, ob, sondern mit wie vielen. Weil ungefähr dann alle Damen des ganzen Decks rausfallen und du fragst dich dann so, okay, das ist halt wirklich nicht schön. Aber wenn die Frage gestellt ist, ist sie gestellt und dann antwortet man halt darauf. Ne? Und viele Menschen fangen dann an zu weinen. Ne? Also ganz unabhängig jetzt von dieser Frage, sondern es gibt Momente, die dann wirklich ganz, ganz hart sind. Und aber wenn jemand diese Frage stellt und wenn jemand diese Hilfe und Beratung sucht, muss man halt auch schauen, wie man dem gerecht werden kann. Und manchmal ist es halt auch nicht nur positiv, sondern auch, es kann ganz schön hart sein. Ich hatte einige Male Momente, wo eine Braut sich 1-2 Wochen vor der Hochzeit gegen die Hochzeit entschieden hat, nachdem ihre Frage beantwortet wurde. Und das ist ganz schön hart. Tatsächlich ist es ja nicht nur das, was ich sehe, sondern es ist eine Bestätigung eines bereits bestehenden Gefühls. Wie viel Legung schaffst du an einem Tag?
schaffen kann ich ganz viel, aber die Frage ist, wie fühle ich mich danach? Tot oder weniger tot? Also ich maximal 5 Legungen, maximal 5 Klienten, aber das ist dann auch schon so die Decke, aber so die oberste Decke, weil danach, es kommt drauf an, es kommt auf die Fragen an, es kommt auf die Klienten an, weil es gibt Menschen, von denen eine sehr, sehr schwere Energie hervorgeht. Und nach diesen Menschen braucht man eine Auszeit. Und diese Auszeit kann auch Tage dauern. So, deshalb würde ich jetzt ganz ehrlich, so mein Wohlfühltakt, 3 Menschen am Tag, 2 Menschen am Tag, dann bin ich fein. Also mehr brauche ich nicht. Es geht mehr. Es gab Zeiten, da habe ich 6-7 Personen am Tag gemacht. Aber das kannst du nicht lange halten. Also du merkst tatsächlich, wenn du das ein paar Tage gemacht hast, dass es ganz schön in die Energien geht und auch auf die Wahrnehmung, weil das sind so viele Emotionen, die da durchkommen und man bekommt ja auch immer ein sehr emotionales Feedback. Und dann, das muss ja auch arbeiten. Dieses Feedback arbeitet ja dann auch in mir. Und man hat dann übertrieben, wenn man nachts liegt und dann nichts anderes mehr denkt als an die Ute, die Hertha, die Bertha, den Franz und den Hans, ja, an ihre Lebensprobleme. So. Dann weiß man, okay, du brauchst Urlaub. So. Wie fühlst du dich nach einer Kartenlegung? Also mittlerweile fühle ich mich gut. Es gab Zeiten, da war es anders. Dazu kann ich auch noch einiges erzählen. Es ist so, ich habe das Glück, ein Kurzzeitgedächtnis zu haben. Weil die Information, die ich da erlebe und die mir mitgeteilt wird, verschwindet auch relativ schnell aus meinem Kopf. Die Emotion nicht, aber die Information schon. Und deshalb kann es halt auch sein, dass ich nach einer Woche überhaupt nicht mehr weiß, was die Person mich gefragt hat, was ich ihr gesagt habe. Ne? Also das ist aber halt so bei mir. Ne? Es muss ja nicht bei jedem so sein. Bei mir war es am Anfang so, dass ich mit dem Kartenlegen übertrieben habe. Das war eine Zeit lang, wo ich angefangen habe, wo ich wirklich exzessiv Stunden, viele, viele Stunden am Tag, 8, 9, 10 Stunden lang Karten gelegt habe. Und ich habe noch nicht verstanden, wie das richtig funktioniert, woher das kommt. Und es gab auch in dem Moment niemanden, der mir das so tatsächlich erklärt hat. Und ich wusste es nicht besser. Ich habe es einfach gemacht und gemacht und gemacht. Ich habe gelernt, gelernt, gelernt. Ich habe auch für sehr viele Leute gelegt am Tag. Und am Ende des Tages war ich kaputt. Und irgendwann war das so krass, dass ich richtig Angst bekommen habe, weil ich hatte Albträume. Und ich hatte sehr, sehr realistische Albträume, wo ich einfach irgendwann nicht mehr zurechtgekommen bin. Ich wusste nicht, woher das kam. Und das kam tatsächlich, aber das wusste ich erst danach, dadurch, dass ich so viel Energie verloren habe und diese Energie nicht aufgefüllt habe, weil ich auch natürlich nicht wusste, dass man das muss. Ne? Woher soll man das dann wissen? Ne? Wenn es niemanden gibt, der dich an die Hand nimmt und sagt, so pass auf, das ist aber wichtig, dass du das und das auch noch machst. Nicht nur geben, sondern auch nehmen. Und damals habe ich nicht meditiert. Ja, das ging dann ganz schön auf die Psyche. Ich habe das Kartenlegen dann sein gelassen. Ich habe das, glaube ich, 3 oder 4 Monate nicht mehr gemacht. Und dann hat es mich aber irgendwann in den Fingern gejuckt, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Die Leute machen das und die leben damit. Und das kann doch nicht sein, dass du jetzt, nur weil du da ein paar Albträume hattest, und das hat mich dann irgendwann geärgert und ich habe damit wieder angefangen. Und dann kam ich zum Meditieren und dann hat sich das sowieso alles geklärt. Weil wenn man anfängt zu meditieren und man sich erdet und man Energien ausgleicht, dann ist man ja taufrisch, ne? Wie schützt du deine Energien? Also ganz, ganz wichtig ist, dass man ausbalanciert ist, dass man geerdet ist und nicht nur die Energien von oben wahrnimmt. Ne? Also man muss wirklich in seiner Mitte, in seiner Balance bleiben. Und wenn die Energien ausgeglichen sind, ist das der allerbeste Schutz, den ihr haben könnt. Ne? Weil wenn zu wenig von der einen Energie ist und zu viel von der anderen, dann seid ihr nicht in eurer Balance. Dann kommt es halt zu Unruhezuständen. Und Angriffe passieren am allerbesten dann, wenn wir unausgeglichen sind und wenn wir in unserer Aura bestimmte Flecken haben oder Punkte, die nicht aufgefüllt von der jeweiligen Energie sind, die da reingehört. So, deswegen muss man immer darauf achten, dass man sich säubert, dass man sich erdet, dass man meditiert und so könnt ihr euch reinhalten. Na, also an einer perfekten Energie, an einer Aura, die strahlt und wo
es eine energetische Balance gibt. Da bleibt nichts haften. Vor allem, wenn ihr auch nicht innere Ängste habt, dass irgendwas mit euch sein könnte. Na, manche Menschen haben so Angst, dann, dass sie ihre eigene Vibration in den Sand setzen und sich danach fragen, wurde ich jetzt angegriffen? Aber nein, das wurdest du vielleicht gar nicht, sondern das sind deine eigenen Probleme, die du da damit hereinziehst. Deswegen, wenn ihr magisch arbeitet und Kartenlegen ist auch ein magisches Arbeiten, solltet ihr darauf achten, dass ihr meditiert. Ihr kommt einfach nicht drum herum, sonst macht ihr euch kaputt. Woran erkennt man eine seriöse Kartenlegerin? Eine seriöse Kartenlegerin schreibt euch nicht an und sagt, du brauchst dringend eine Legung. Ich sehe doch, es wird irgendwas Schlechtes passieren, du musst dringend zu mir. Eine seriöse Kartenlegerin hat keine Zeit dafür. So, des Weiteren muss auch eine Kartenlegerin dich darauf aufmerksam machen, dass die Dinge sich auch ändern können, dass nicht alles in Stein gemeißelt ist und dass, wenn irgendwelche negativen Nachrichten kommen, dass du diese Nachrichten auch verändern kannst mit deinem Willen und mit deiner Tat. Das heißt, wenn ich sehe, dass irgendwas Negatives auf dich zukommt in einem Monat, dann weise ich dich darauf hin und dann musst du etwas tun, damit das eben so nicht kommt. Und diese Kraft hast du einfach. Ne? Es ist wichtig, dass man den Menschen nach einer Legung nicht enttäuscht und traurig hinterlässt. Kann Kartenlegen gefährlich sein? Das sehe ich nicht so, außer ihr fangt an, dann jemanden damit zu rufen und die Antworten aus einer Wesenheit, aus einer Seele zu ziehen etc. Natürlich kann da etwas kleben bleiben, aber das so arbeitet man normalerweise jetzt beim klassischen Kartenlegen nicht. Deswegen gibt es da nichts, was schief gehen kann. Wenn ihr auf euch achtet, wenn ihr auf eure Energien achtet, dann seid ihr fein. Was ist der Unterschied von Orakel und Tarotkarten? Also viele Orakelkarten sind natürlich an das klassische Tarot angelehnt. Und weil es natürlich so, dass ja, die Hauptkarten sind. Orakelkarten können andere Bilder enthalten, sowieso. Orakelkarten können andere Botschaften enthalten. Sie können andere Legearten enthalten. Und ob man jetzt anfängt mit Orakeln oder mit den Tarotkarten, ich sag's mal so, wenn ihr schon das Tarot kennt, dann sind Orakelkarten für euch sehr, sehr einfach zu verstehen. Wenn ihr aber mit Orakeln anfangt und danach aufs Tarot übergeht, ist es sehr aufwendig, es nochmal neu zu lernen, weil man sich so in dieser anderen Struktur festgebissen hat von Orakelkarten, dass man sein Mindset sehr stark aufmachen muss, damit man dann mit dem Tarot anfängt, ne? Weil das halt eine größere Masse ist. An sich arbeite ich sehr gerne mit Orakeln oder auch mit dem Tarot. Es gibt Orakel zu ganz unterschiedlichen Themen. Es gibt Tierorakel, es gibt Engelorakel, es gibt Problemorakel, es gibt Problemlösungsorakel, es gibt Meerjungfrauenorakel. Also da ist ganz, ganz viel. Wichtig ist, dass ihr euch damit identifizieren könnt. Ich habe zum Beispiel selbst ganz viele Decks zu Hause, die ich nicht anfasse, weil das spricht mich nicht mehr an oder gar nicht. Ne? Vielleicht, da kommt ein Deck, ich gucke mir das an und es liegt irgendwie nicht in der Hand oder die Bilder sprechen mich nicht an, dann lasse ich das liegen und ja, gibt so und so. Was sind deine Lieblingsdecks? Meine Lieblingsdecks. Ich mag gern das Weisheitskartenorakel von Colette Baron Reid. Das nutze ich sehr gerne. Dann gibt es jetzt noch ein neues Deck, was ich bekommen habe. Das heißt Green Witch Oracle. Also das Orakel besteht tatsächlich aus Gemüse und Früchten und solchen Sachen. Aber das ist sehr akkurat. Also ich habe das einige Male gezogen und ich fand das sehr inspirierend. Vor allem auch, weil ich sehr gerne mit grüner Magie arbeite, finde ich dieses Orakel wirklich total süß. Magic of You Oracle gibt es, finde ich super. Ansonsten kann ich dir meine ganzen Orakeln gerne aufschreiben und du kannst es dann
unten in den Link packen, weil ich sie nicht alle auswendig kenne vom Namen. Sehr, sehr gerne. Ja. Welches Deck magst du am liebsten? Schreib's in die Kommentare und folg diesem Kanal. Beeinflusst das Kartenlegen auch deinen Alltag? Also ich für mich persönlich lege sehr selten Karten, weil ich diese energetischen Wellen fühle und auch danach lebe. Es beeinflusst mein persönliches Leben jetzt eher weniger, wie gesagt, weil ich mich nicht so danach richte. Ich lege viel Karten für meine Kunden. Insofern ist das etwas, was definitiv in meinem Alltag ist und auch ein fester Bestandteil davon ist. Ja, also aber ob es mich jetzt beeinflusst, es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufwache und sage, oh, jetzt ist meine Orakelkarte, ohne Orakelkarte lebe ich heute nicht. Nein, also da bin ich jetzt nicht so dran gebunden, dass ich das für mein Leben jeden Tag brauche. Für mich persönlich nicht, weil ich das, wie gesagt, anders wahrnehme und mit den Energien lebe. Muss mir mein erstes Kartendeck geschenkt werden? Nein, das ist totaler Quatsch. Ich habe mir alle Decks selbst gekauft. Also ihr könnt es euch schenken lassen. Das habe ich auch schon gehört, dass man das auch nur so darf. Aber also ich habe mir alle Decks selbst gekauft und außer vielleicht ein paar, die ich mal so geschenkt gekriegt habe. Aber ob ihr jetzt eine gute oder keine gute schlechte Kartenlegerin werdet, hängt nicht davon ab, ob ihr die Karten geschenkt bekommt oder nicht. Wie reinigt man die Karten? Die Frage ist, wofür man sie reinigen sollte. Man kann alles reinigen, man kann sich den ganzen Tag damit beschäftigen, Dinge zu reinigen, oder man kann es auch sein lassen, weil an sich, wenn man einfach nur Karten kauft, sind die schon so in Ordnung. Das aber, was ihr machen könnt, ja, ihr könnt mit Räucherstäbchen arbeiten oder mit Räucherwerk. Was ihr aber machen solltet, was ich euch sehr empfehle, ist, dass wenn ihr mit den Karten arbeitet und ihr wirklich die Karten jeweils in die Hand nehmt, dass ihr euer Unterbewusstsein auch mit diesem Deck verbindet, dass ihr in einen energetischen Austausch kommt mit diesem Deck, weil die Karten ernähren sich quasi auch von eurer Energien, aber sie geben auch euch Energie zurück. Es ist wie im Unendlichkeitszeichen. Und so fließen die Energien zwischen eurem Kartendeck und euch. Das heißt, ihr lernt diese Karten erstmal energetisch aufzufüllen mit euren Händen. Ihr müsst die Karten so weit bringen, bis sie pulsieren. Und wenn es eine Rückpulsierung gibt, dann leben die Karten. Dann sind die ein Teil von euch und von eurem Unterbewusstsein. Und das ist das, was ihr definitiv machen solltet. Das ist mein großer Tipp, weil so habe ich auch angefangen. Und die Ergebnisse, die dann kommen, sind wirklich akkurat. Wenn ihr das nicht macht, bekommt ihr auch Kartenbilder, aber ihr fühlt das vielleicht nicht so. Ne? Also wenn ihr ein Objekt zu einem magischen Objekt macht und es mit euch verbindet, und vor allem beim Kartenlegen ist das sehr, sehr wichtig, eine sehr wichtige Eigenschaft, die ihr da selbst erstellen könnt. Welches Legesystem empfiehlst du? Ich lege ab und zu das Keltische Kreuz. Ansonsten habe ich meine eigenen Legesysteme. Ich lege 4 Karten, fange an zu sprechen und lege weitere Karten dazu. Und so kann es halt auch mal kommen, dass ich dann 30 Karten auf einem Kartenbild habe und daraus mache ich eine Geschichte und beantworte dann so alle Fragen, die anstehen. Für euch ist das beste Legesystem, was ihr für euch entwickelt, womit ihr euch am besten, am stärksten fühlt und wohlfühlt. Es gibt da keine Vorschriften, ne? Also ihr müsst schon wissen, was ihr damit impliziert, worauf ihr antworten möchtet, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, es ist jetzt eine Festlegung und so ist das. Es ist ja einfach nur zu eurer Hilfe, wie ihr dieses Instrument nutzen könnt. Aber es ist nicht so, dass man sagt, das müsst ihr so dringend machen, so und nicht anders. Ihr wisst selbst, wie ihr mit eurem Unterbewusstsein arbeitet. Ihr kennt euch am allerbesten und es kann euch keiner Vorschriften machen, wie ihr eure Karten zu legen habt, weil es ist euer Instrument. Was willst du uns noch mit auf den Weg geben? Habt keine Angst, euch selbst zu finden. Manchmal ist die Suche hart. Man geht nicht nur durch Licht und Liebe, man geht auch durch sehr starke Energien, die man vielleicht so gar nicht kennt. Man muss
mutig sein, man muss Ängste, die man hat, hinter sich lassen, aber nur so kann man tatsächlich zu der eigenen Entwicklung finden. Und das Kartenlegen ist dafür auch ein sehr gutes Mittel, ne? Weil man lernt, sich selbst zu fühlen in unterschiedlichen Stadien, weil die Karten zeigen auch alle unsere Lebensstadien. Und es hilft euch auf jeden Fall, euch besser zu verstehen und zu euch zu finden. Auch wenn ihr das nur für euch selbst macht, wenn ihr euch damit befasst, ist es auf jeden Fall eine sehr inspirierende Sache und die ich jedem empfehlen würde. Es ist ein tolles Hobby. So, das war jetzt ein richtig geniales Interview. Vielen lieben Dank dafür. Wenn euch das gefallen hat, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal und dir vielen, vielen lieben Dank. Danke für die Einladung. Gerne.